FL Studio 21 wird bald veröffentlicht und wir haben eine Beta, an der alle teilnehmen können. Ich werde euch hier komplett zeigen, wie ihr das machen könnt, welche neuen Funktionen es gibt. Ich werde alle einmal kurz durchgehen. Wir haben ja schon in dem Teaser, den wir durchgegangen sind, also hier war so ein kleiner Teaser-Thread von FL Studio, wo halt schon Sachen angekündigt wurden. Man konnte mit vielen Sachen nichts anfangen, aber das hier zum Beispiel ist halt sehr interessant und das hier. Und das werden wir uns alles einmal ansehen, weil das ist teilweise schon implementiert und wir wollen da einmal einen kleinen Blick drauf werfen. Jetzt haben wir hier einmal diesen Post, das ist jetzt schon die dritte Beta, das bedeutet, da ist schon einiges dazugekommen. Wir werden uns alle Sachen hier einmal angucken, einmal halt, wie man sich das runterlädt etc. Und dann halt die Optionen, die dazugekommen sind, die neuen Funktionen. Das hier sind übrigens nur Bugfixes, also keine Sorge, das ist nicht alles. Dann haben wir noch die Beta 2, dort werden wir die Funktionen hier durchgehen, die fett hinterlegten hier. Und dann nochmal die Beta 1. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier vorne an. Und wir haben jetzt hier einmal schon eine kleine, also hier ist einmal noch dieser Diskussions-Thread und halt dieser Teaser, den ich hier eben geöffnet habe, der ist hier nochmal verlinkt. Die ganzen Links zu diesen Dingern werden auch übrigens in der Beschreibung hier drin sein. Dann halt noch zum Diskussions-Thread. Und dann haben wir erstmal eine kleine Warnung und sowas, dass es halt eine Beta ist, also eine Mischung zwischen Alpha und Beta. Und man soll damit auf jeden Fall keine wichtigen Projekte öffnen, weil da halt noch sehr viel Bugs drin sind und das halt noch ein bisschen dauert, bis das veröffentlicht wird. Und man sich halt damit dann unter Umständen halt die Projekte zerschießen kann und etc. Und es wird übrigens auch parallel zu eurer normalen FL Studio Version installiert. Das bedeutet, ihr könnt beides parallel haben. Und quasi die Einstellung von dem einen, von eurer Beta-Version, beeinflusst nicht eure Hauptversion. Deswegen ist es quasi in dem Sinne safe zu installieren. Ja, und installieren ist auch schon ein gutes Stichwort. Hier haben wir einmal halt die neuesten Installer. Also es ist einfach ganz easy, ihr müsst euch runterladen, dann einfach ganz normal installieren. Es geht auch super schnell. Ich habe 2 Minuten gebraucht, um es runterzuladen für 800 MB. Also die Server sind auf jeden Fall nice. Dann einfach installieren, dann müsst ihr halt entsperren, also bedeutet, wenn ihr eine gecrackte Variante habt und halt keinen Account habt in dem Sinne, dann wird das nicht funktionieren, also in dem Fall können halt im Moment nur Leute teilnehmen, die es halt wirklich gekauft haben, ich gehöre glücklicherweise dann mit dazu, aber ich weiß auch, dass es Zeiten gibt, in denen das anders war, aber nichtsdestotrotz ist es ja bald um die Ecke und es geht ja quasi nur um zu testen. Dann haben wir jetzt erstmal die ersten Features. Und zwar bei der Beta 3 haben wir die Playlist, Audio Clip Fade In, Fade Out und Gain Controls. Also ihr seht mir schon eine kleine Darstellung und die ist halt ein bisschen überwältigend erstmal, aber wenn man das mal auseinanderbaut, ist es ganz, ganz easy. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier auch in FL Studio rein. Und ich würde sagen, hier haben wir schon mal die ersten, machen wir mal Cyberpack, ja, gehen wir mal Melody Loops und dann nehmen wir halt mal hier eine Melodie, dann zweite. So, jetzt haben wir erstmal die beiden Melodien. Das und das. Und wenn ich das jetzt einfach nehme und dahin ziehe, dann seht ihr, wie sich das ineinander bewegt. Seht ihr das? Hier am Anfang. Das ist aber Crossfade. Easy peasy. So, das kann man jetzt aber noch mal ein bisschen genauer sehen, wenn wir zum Beispiel eine 808 uns einfach holen. So, jetzt hier mal die 808, da Reset Fades, also das hier ist quasi unsere 808 und das ist eine zweite 808. Warum sieht die so komisch aus? Genau, ich hatte eben schon was getestet. Also einmal 808, zweite 808. Genau, und jetzt können wir die quasi ineinander faden, einfach zack, ihr seht schon, so. Jetzt können wir quasi eine neue 808 daraus bauen. So, vielleicht ein bisschen besser geblendet. Also ihr seht schon 1 Million Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Wir können es quasi rausziehen, aber wenn zum Beispiel das hier löscht, dann bleibt das so. Ja, was machen wir damit? Man geht einfach hier drauf und dann halt Reset Fades. Wir haben auch hier noch für die Fade Curve haben wir noch verschiedene Optionen, wie wir das noch beeinflussen können. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich will jetzt auch mal ein bisschen noch was zeigen, weil wir haben noch viel vor uns. Jetzt haben wir unter anderem noch andere Dinge, wie jetzt gehen wir zum Beispiel wieder auf ein. Das ist einer. Ja, ist einer meiner. Ach nee, nehmen wir einen anderen. Der klingt auch nice. So, jetzt haben wir einmal hier dieses Sample. Jetzt haben wir noch andere Funktionen. Und zwar können wir auf dieses kleine X gehen. Dieses X, wenn wir dann hier über dieses Sample gehen, dann sehen wir schon, oh, hier ist jetzt so ein kleiner Gain-Knopf. Gain ist quasi Lautstärke und ihr könnt quasi hochziehen und runterziehen. Also ihr könnt quasi das ganze Sample mit einem kleinen Knopf hier einfach sehr individuell lauter und leiser machen.
Also ich finde, das ist mega Hammer. Aus gleichzeitig gehen hier an den Ecken so kleine Dinger hoch. Und dann haben wir, zack, können wir quasi einfäden. Und das geht halt mit allem. Also mit allen Audio-Dingern hier und wow. Also ich bin Feuer und Flamme. Ich finde es richtig, richtig Hammer. Halt diese Option, also das ist halt eins der besten Features meiner Meinung nach in den ganzen Beta-Dingern. Was haben wir jetzt noch? Wir haben halt die Samples, die werden zusammen gecrossfaded. Wir haben hier die Lautstärke, wir haben das. Was haben wir denn als nächstes? Also ihr seht schon hier die Tags und sowas, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt haben wir hier ja, die Fades können auch nochmal manualisiert werden. ja, diese Option haben wir dann. Playlist, Dropping Samples, Honor, Cloning a Track will select them. Weiß ich gar nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Dropping on Samples or Cloning will select them. Zack. Okay, gut. Ja, das wird dann einfach ausgetauscht. Okay. Also quasi ein Sample auf ein anderes Dorf ziehen, wird dann quasi dann zu dem Sample und wir behalten uns die Kurven dabei und sowas, damit man halt nicht irgendwie lässt sich nochmal neue Spuren machen. Also finde ich ein nice Feature, ist halt sehr praktisch. Dann, was haben wir als nächstes? Options Files. Added an option to autosave every minute. Ja, okay, gut. Vorher konnte man halt nur hier File Settings, man konnte halt autosave. Dass es halt automatisch gespeichert wird, konnte halt man nur 5 Minuten runter machen. Und Moment, ich muss kurz husten. Ich sollte weniger rauchen. So, jetzt können wir auch auf Very Frequently, also jede Minute und vor riskanten Operationen. Das ja, ist nice, würde ich glaube ich auch machen, auch wenn ich nicht weiß, ob mein Rechner das so mitmacht, wenn ich halt, also mein Rechner stockt kurz immer, wenn es speichert. Mal gucken. Aber halt, das ist eine Anfrage gewesen von Afrojack und haben sie anscheinend halt persönlich genommen, finde ich eine nice Randnotiz. Ja, jetzt haben wir Options General, New Put Undone Recordings in Recycle Bin und Default, Otherwise Will Be Lost. Okay, also Aufnahmen, die man rückgängig gemacht hat, werden jetzt standardmäßig in den Papierkorb gemacht, anstatt halt direkt gelöscht. Ja. Ist okay, kann man machen. Automation Clip Editor, Grid Lines, okay, halt die Linien, also halt, ja, unter anderem die Linien halt sind dicker in Automatisierungsclips. Ja, ist gut für die Sichtbarkeit, jetzt nicht so krass. Export, rendered files are automatically selected in System File Browser when opening the Destination Folder. Okay, also wenn wir was exportieren dann, und dann halt den Ordner öffnen, da gibt es einen kleinen Button für, dann wird halt automatisch die Datei selektiert. Das ist doch ganz nett. Rendering, Code has been refactored. Okay, also das Render, also der Rendercode wurde halt überarbeitet. Hier steht jetzt nicht von schneller oder sowas, aber ja, meinetwegen. Startup, Apple Startup Project. So, ja, wenn ein Projekt beim Starten crasht, dann wird beim nächsten Starten ein Default quasi genommen, um halt einen Crash Loop zu vermeiden. Also wenn ihr zum Beispiel als Startup ein beschädigtes Projekt habt und dann halt, wenn ihr schließt, dann halt wieder hochfahrt, dann kommt natürlich wieder das beschädigte Projekt, das wird halt dann so umgangen, damit es halt nicht immer wieder in diesen kleinen Loop reinkommt. Also okay. The Startup, the Splash Screen is hidden, wenn ihr. Okay, also wenn wir diese kleine Birne oder was es sein soll, diese Apple Studio Frucht, die erscheint quasi nicht, wenn wir ein Audiogerät haben, was einen Crash hat, weil da kommt auch diese kleine Crash-Mitteilung und dann kann man die halt nicht lesen. Dann Text Entry, Type Along Short Distance, okay, gut, ja, also wir haben jetzt quasi neue Möglichkeiten, Text zu machen. Wir haben jetzt quasi hier einmal kurz mit F2. Können wir quasi, das hier ist ein normales Leerzeichen, zack, und das ist ein langes Leerzeichen. Wow. Bestes Update auf jeden Fall. Also mit Steuerung Alt und Leertaste und Steuerung Shift Leertaste könnt ihr das halt machen. Gut, jetzt gehen wir aber ein bisschen was in interessantere Gefilde. Und zwar haben wir Browser, Add a Library Tab with Downloadable Content and Download Progress Tab im News Panel. Also, okay, also der ganze Browser, der ist halt nochmal
überarbeitet worden und ich finde ihn sehr, sehr nice. Hier haben wir einmal, also ich gehe einfach mal so ein bisschen lose durch, ohne mich halt genau dran zu hangeln. Wir haben hier unter anderem halt mehrere Tabs. Hier einmal zack, dann haben wir Current Project, dann haben wir einmal die Plugin-Database und sowas. Das wurde alles ein bisschen bearbeitet. Ich finde es so viel hübscher, wie es halt ist. Hier haben wir zum Beispiel, ich mache das mal ein bisschen größer, die Library. Zum Beispiel, wie die meisten von euch werden Flex haben. Flex kann man halt so kleine Libraries runterladen, noch mit extra Sounds. Die werden hier nochmal aufgelistet. Und dann habt ihr auch hier verschiedene Möglichkeiten, halt mit FPC, Harmor etc. Da könnt ihr auch in einzelnen Packs halt runterladen. Finde ich ganz cool, um so ein bisschen auch zu gucken. Das erinnert so im Entferntesten an Splice, aber naja, ist halt auch noch, dass ihr halt kein Splice ist, FL Studio. Lol. auf jeden Fall finde ich nice, dass man halt sehen kann, was man halt so hat. Dann haben wir hier Start. Und ihr seht schon hier, Start ist eine Hi-Hat drin. Und zwar haben wir dann auch einmal hier unter All, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, hier, wenn ich auf Blue Eyes gehe, dann könnt ihr hier hinten so ein kleines Star machen und dann taucht das genau hier wieder im Star auf. Also das sind quasi eure Favoriten und ich finde, das ist ein Hammer-Ding. So einerseits das, vor allem könnt ihr dann auch noch zum Beispiel den Tab Clone und Start 2 machen und ihr könnt auch Library 2 machen. Also ihr könnt euch hier quasi hier komplett neu organisieren und das finde ich ein sehr, sehr krasses Feature. Apropos organisieren, wir können auch quasi hier, wenn ich hier Symmetric Blue Eye. Ups, dann seht ihr halt, dass hier unten was abspielt. Also das ganze Sample wird halt hier angezeigt, was ich einfach Hammer finde. Vor allem, ihr seht einerseits, früher war es ja so, dass man halt auf was geklickt hat und es spielt halt ab und du weißt nicht ganz, wann kommt die Stelle, wo kommt die Stelle und ihr spielt es ab und es startet immer wieder von Anfang. Aber jetzt könnt ihr quasi mit Steuerung und linker Maustaste in den Sample rumklicken und es ist einfach so viel besser. Ich meine, wenn ihr so ein 3-Minuten-Vocal habt oder sowas und ihr wollt eine Stelle da raussuchen und dann müsst ihr halt nicht immer von Anfang immer wieder alles neu uns euch raussuchen und Hammer. Jetzt könnt ihr natürlich auch die Lautstärke dazu einstellen, aber das ist halt, ja, cool. Seht halt auch die Kilohertz-Anzahl und halt nochmal hier die kleine 16, wofür auch immer die gerade steht. Könnte 16-Bit-Tiefe sein, aber was weiß ich schon. Gut, dann haben wir hier einmal das und dann haben wir auch hier die kleinen Tags. Jetzt können wir einmal hier auf Tags zum Beispiel klicken und zum Beispiel Kick, Score. Score ist in diesem Fall dann Score. wir haben zum Beispiel MIDI. Hier haben wir noch MIDI-Dateien. Gibt es hier zum Beispiel bei FPC, sind halt die Grooves zum Beispiel, die sind als MIDI gespeichert. Wenn wir da drauf drücken, dann werden die dann auch als MIDI hier dann quasi angegeben. Haben wir FPC, Groove, dann gehen wir doch einfach mal in den FPC rein. Zack, wo ist der FPC, genau. Zack. So, dann ziehen wir uns hier unsere kleine MIDI-Datei rein und hier seht ihr dann auch genau, dass es da kommt. So, spielen wir das mal ab. Come on. Das ist jetzt Pattern 1. Ich will Pattern 1. Genau. So. Ja, ich weiß nicht, welcher Groove das jetzt gerade ist. Auf jeden Fall haben wir dann auch hier. Ja, das sind MIDI-Dateien. Jetzt haben wir auch die Plugins zum Beispiel. Das sind halt bei mir werden einige dabei sein, die ihr halt nicht habt, weil ich halt ungefähr ein kleiner Plugin-Messi bin. Dann haben wir halt Presets noch. Und natürlich könnt ihr beides oder ihr könnt halt Kick und alles Mögliche. Also, ihr könnt es quasi, hier habe ich auch schon einmal gelabelt, weil die sind halt nicht alle automatisch gelabelt in dem Sinne, sondern wenn wir es quasi wegmachen und wir gehen jetzt zum Beispiel wieder auf Sample Packs, wir gehen wieder in das andere Pack, dann haben wir Drum One Shots oder Head, dann gehen wir rechts drauf und wir können hier einen Tag hinzufügen, halt Add Tags, dann können wir halt, was machen wir, ja das jetzt, ja das ist jetzt halt ein Head, aber wir machen trotzdem Kick, so, dann gehen wir auf Kick, das ist halt ist die Head dann auf einmal hier. Also ich finde es absolut Hammer. So kann ich quasi komplett neu organisieren und ja. Dann gehen wir jetzt quasi hier von Kicks wieder weg und ihr könnt auch dann halt ja, Sample Pack Side, dann gehen wir halt wieder auf die Drum One Shots, dann könnt ihr auch halt Add Tags, Edit Tags, dann könnt ihr die Tags sehen, zu was das dann auch gehört und zu dem ihr das zufügen wollt und ähnliches.
So, dann Tags, Kick, let's go. Und dann ist sie auch da drin. Easy peasy. Also hier dann auch zusammen mit den Favoriten. Finde ich mega nice. Also die werden dann auch kombiniert, die Tags. So, dann haben wir das soweit. Also das ist halt, also der Browser war vorher, finde ich, nicht sehr gut. Aber jetzt vor allem finde ich ihn sehr besser und viel nützlicher. Dass ja die kleinen Suchfunktionen hatten wir schon ähnlich auch bei Flex. Wenn wir einmal kurz Flex aufmachen, zack. Dann hatten wir halt unten auch schon die Tag-Funktion und das war halt vorhanden. Und die haben einfach quasi das genommen und dann nochmal auf das hier dann übertragen. Und ich finde, das ist eine absolut richtige Entscheidung. Jetzt gucken wir mal, was ich noch nicht genannt habe. MIDI-Files intact als Score, okay, gut. Full-Sample-Preview, also das ganze Sample kann jetzt quasi nochmal gepreviewt werden, ist okay. Locate-Files, achso, ja, man kann jetzt quasi auch Packs, ja, machen wir einen Drum. So, rechts, dann können wir quasi Locate-File. Dann wird es direkt auch quasi der Ordner geöffnet. Ist einfach eine schnellere Variante von der Variante, die vorher auch schon möglich war. Dann es ist mir möglich, im Browser zu suchen, während die Dateien refreshed werden, also während halt die Browserstruktur nochmal neu gelesen wird, um halt neue eingefügte Ordner nochmal neu zu erfassen. Es ist halt trotzdem möglich, gleichzeitig zu suchen. Das ist ganz nice. Also ja, das mit den 16 vorhin, was ich meinte. Hier, okay, das ist jetzt 32 zum Beispiel. Das ist halt auch die Bit-Tiefe, wie ich hier gerade sehe. Und es gibt natürlich auch Stereo-Metadata. Dann, was gibt's noch? Was habe ich hier? Das habe ich alles soweit. Clone this tab, also das Clone habe ich schon gezeigt. Okay, gut. Dann haben wir einmal Flex. In Flex, was ich eben auch schon geöffnet habe, gibt es jetzt die Möglichkeiten, die Änderung von Presets mit STRG Z rückgängig zu machen. Sehr praktisch, STRG Z sollte auch meiner Meinung nach überall geben, auch im echten Leben, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt haben wir hier Multiband Delay. Multiband Delay ist ein neues Plugin, von dem ich noch nicht überzeugt bin. Ich habe mir schon andere Sachen angesehen, wo Leute sagen, das ist halt Vsauce quasi. Also das ist das neue Ding, aber ganz ehrlich, ich finde es, ich zeige euch einfach, was ich meine. Also ich habe ja auch schon, es gibt ein Multiband Delay, kleines Demo-Projekt, das jetzt quasi von FL Studio selber. Also das habe ich nicht erstellt, sondern das geht damit raus und das ist aber bisher auch nur ein kleines Demo-Projekt. Wir schließen einfach mal alles kurz, so, zack, dann gehen wir jetzt ein Player. So, ich spiele das jetzt so ab, wie es von denen gedacht ist. Also halt mit Multiband Delay etc. und die macht euch einfach eure eigene Meinung. Ja, also, I don't know. Ich zeige euch kurz mal hier, das einmal auf drei Oszillator, da haben wir Multiband Delay. Multiband Delay sieht quasi so aus. Was ist Multiband Delay? Multiband Delay, die Idee dahinter ist quasi, dass das Audiosignal, was da reinkommt, wird auf die kompletten Frequenzen aufgespaltet. Also das hier ist quasi wie ein Equalizer von den Lows zu den Highs und wird jeweils hier auf kleine Spuren aufgespaltet und die hat die Möglichkeit, jedes einzelne Frequenzabstückchen hier mit einem separaten Delay zu versehen. Das bedeutet, ihr könnt quasi nur die Höhen mit einem Delay versehen oder auch nur die Tiefen oder halt 1, 2, 1 nicht, 1 ja, 1 nicht oder halt was ihr wollt. Und das könnt ihr halt unter anderem halt nicht nur mit Delay machen, also das ist jetzt quasi Delay-Einstellungen. So, jetzt werden zum Beispiel hier die Lows werden halt mit stärkeren Delay versehen, die hören halt fast gar nicht. Aber das könnt ihr zum Beispiel auch mit der Lautstärke machen. Das ist halt ganz interessant. Ihr könnt zum Beispiel die Tiefen ganz leise machen, aber auch die Höhen dann ganz laut. Und ihr könnt halt Panning machen. Ihr könnt zum Beispiel auch gleichzeitig halt die Tiefen ganz nach links pannen, also quasi hier. Und dann könnt ihr die Höhen quasi ganz nach rechts. Also hier sind wir quasi in der Mitte. Die Höhen dann nach rechts und die Tiefen dann ganz nach links. Das Ganze könnt ihr auch noch mit verschiedenen machen. Also hier einmal gerade Linie oder Steep oder I don't know oder Gentle könnt ihr auch noch mehr Kurven machen und keine Ahnung. Also dieses Plugin ist meiner Meinung nach nicht ausgereift im Moment. Ihr habt ja gehört, wie es ist. Es gibt hier auch quasi, ich habe hier mal schon die, es gibt schon eine
Seite in der Anleitung von FL Studio. Und ich habe mich da ein bisschen durchgeguckt und sowas, aber solange das noch in der Beta ist, werde ich mich damit nicht genau auseinandersetzen, weil ich bisher noch keinen Sound rauskriegen konnte, der gut klingt. I don't know. Also das Internetkonzept, sehr geil. Die Ausführung bisher einfach noch kein... Also ich weiß nicht, ich habe mir einfach vorgestellt, so, das wird doch bestimmt easy richtig gut klingen. Und dann auf einmal, nee. Kann ich das nochmal mit was anderem zeigen und dann gehen wir auch direkt weiter. Wir wollen uns ja nicht ewig damit aufhalten. Jetzt gehen wir weg, so. Dann gehen wir wieder zu Semantics, machen wir mal Melody Loops. Machen wir Baby, zack, machen wir das mal auf die, ja, machen wir auf die 1. So, und dann laden wir hier unter New den Multiband Delay und so sieht das dann quasi aus, wenn man das erstmal startet. Wir detachen das kurz, damit es halt immer oben bleibt. Und jetzt gehen wir quasi auch hier, also es hat schon ein paar Presets, nämlich zack, die wir theoretisch durchgehen können. Ein paar davon, das ist jetzt schon mal eine Lautstärkewarnung, ein paar davon werden sich einfach sehr unangenehm anhören. Also ja, das ist quasi jetzt so, wie es startet. Ups, so. Ich mache jetzt mal komplett raus. Mit. Also ich höre den Delay einfach nicht. Bin ich der Einzige? Bin ich wirklich der Einzige, der nicht den Delay hört? Oder bin ich einfach... I don't know. Ja, gutes Preset. Nächstes gutes Preset. Achso, ja. Diese Plugin ist doch ein Trial Mode. Das ist ja halt quasi das, was ihr hier seht. Das soll angeblich 97 Euro kosten. I don't know, das ist jetzt noch ein Trial-Mode, weil sie sich noch nicht festgelegt haben, zu welcher Version das dazugehört. Also wenn ihr euch denkt, okay, bei welcher Version ist das dabei, wissen die selbst noch nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und ich werde es dann anpassen, sobald es dann wirklich dann aber voll öffentlich ist und eventuell wird es dann was dazu geben. I don't know. Gut, gehen wir weiter. Das dauert ja schon ewig hier. Also Multiband Delay, interessant, aber bisher noch nicht mein Favorite. Dann haben wir Rapper, Options to Control, the Host can handle, also ja, okay, egal. ZGE Visualizer, Support Separators between Parameter and Effects, okay, das ist einfach mit dem Visualizer. Der Visualizer ist in dem Sinne nicht so wichtig, also ich finde es krass und krank, dass halt FL Studio einen eigenen Visualizer hat. Dazu habe ich auch schon ein separates Video vor Ewigkeiten mal rausgebracht und der hat sich mittlerweile so krass verändert und so stark, also... Ich kenne kein anderes Musikproduktionsprogramm, das auch gleichzeitig ein Tool dafür bietet, Musikvideos zu erstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier einmal hier Z-Game Editor Visualizer, falls ihr es nicht kennt, das ist er. Und ihr könnt quasi eure eigenen Videos dann mit erstellen. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber guckt euch einfach mal ein Video dazu an. Und kenne ich von keinem anderen. Also ihr könnt ja wirklich kreativ arbeiten und ja. Aber das ist halt erstmal nicht zur Musik. Wir konzentrieren uns im Moment auf die Musik. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Anmerkungen zu Windows. Benutzer können nicht mehr im FL Studio Ordner, also in der Location, da Dinge drin speichern. Ja, das hat wahrscheinlich einfach Sicherheits- und Stabilitätsgründe, dass man halt da nicht rumfuscht. Und der FL Studio Installer wird nicht länger mit FLP-Files in der Beta assoziiert. Okay, gut, das soll wahrscheinlich auch einfach nur dafür sorgen, dass man halt sich nicht irgendwie was falsch abspeichert. Okay, hier sind auf jeden Fall eine Menge Bugfixes. Wir werden jetzt nicht alle durchgehen, auf gar keinen Fall. Aber auch interessant, dass halt bei macOS gibt es weniger Bugs anscheinend als bei Windows. Oder es gibt einfach nur mehr, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach mehr Windows-Nutzer gibt, so dass sie schon mehr gefunden haben. Ich meine, die werden ja auch jeden Bug quasi auf jedem OS testen. Gut, dann haben wir Beta 2. Ja, hier wird das quasi nochmal New Multiband Delay Plugin. Steht auch nochmal drin, dass halt auch erstmal im Demo-Modus sein wird, wenn ihr noch nicht entschieden haben, wohin das gehört.
Dann Grossbeat, New Juggling Science Preset. New Juggling Science, ja. Gehen wir einfach nochmal. Oder nehmen wir was anderes. Nehmen wir das hier einfach mal. Dann drehen wir das hier auf die 1. Und dann gehen wir hier in Grossbeat. Ja, Grossbeat sollte schon jedem bekannt sein. Vor allem für seine berühmte Halftime-Funktion. Aber so sehr kraftvolles Plugin. Und jetzt haben wir hier quasi einmal ein neues Preset reingemacht. Das ist einmal Juggling Science. Also jetzt sind wir quasi bei Default. Default starten wir so. Und diese Presets sind eigentlich nur Kombinationen und quasi kleine Kollektionen von hier einzelnen Effekten, die halt gut zueinander passen. Also ist halt nicht so wild, aber ist auch eine schöne Erweiterung. Also wenn wir einmal hier reingehen, haben wir halt hier Juggling Science. Achso, ja, so. So klingt das einfach so. Gehen wir mal einfach mal ein paar durch. Was ich auch interessant finde, halt quasi, dass ich hier unten quasi nicht auswählen kann. Also diese kleinen Lautstärke-Automatisierung, wie nenne ich das mal. Aber hier quasi die Cuts, die springen dann quasi mit. Also wenn ich hier Tequila oder Tequila auswähle, dann wird hier unten auch das quasi. Und jetzt hier irgendwie Stoppy, dann wird halt nicht das Tequila gewechselt. Aber wenn ich hier auf Stoppy oder wenn ich auf Stupid klicke, dann wird auch hier Stupid ausgewählt. Interesting. Also spontan würde mir jetzt noch nichts genau einfallen, was ich jetzt mit diesen hier mache. Die sind halt schon sehr abgehackt und ich vielleicht sind es einfach nicht die Genres, die ich selber produziere, aber vielleicht ist es quasi, weiß ich nicht, Drum and Bass oder Ultimate Hardcore Ninja Battle Synthwave oder so. Für irgendwas wird das bestimmt nützlich sein. Irgendjemand auf diesem Planeten freut sich bestimmt darüber und ich bin froh darüber, dass diese Person sich freut. Gut, gehen wir weiter. Dann haben wir einmal Sound von Player. Okay, da habe ich mich gewundert. Der Sound von Player ist eigentlich ein veraltetes Plugin, was so nicht mehr unterstützt wird. Das könnt ihr auch noch nicht mal mehr von FL Studio kaufen. Und es hat mich gewundert, dass sie quasi ein kleines Update dazu geben. Ja, aber wie gesagt, ist veraltet, werde ich nicht drauf eingehen. ZGE Visualizer added new post-process effect in Dub Switcher. Okay, die haben halt einen neuen Effekt zu dem Video. Visualizer, den ich eben erwähnt habe, haben wir hinzugefügt. Finde ich nice. Browser, Edit Favorites Tabs. Yep, das hatte ich schon. Focus Search Bar. Okay, ja, das ist quasi. Auch wenn hier unten quasi nichts, also anstatt es blinkt so, ihr seid halt quasi irgendwo hier drin, auch wenn es halt nicht aktiviert ist und ihr fängt dann zu schreiben, ist dann trotzdem direkt da unten. Das ist einfach so ein kleiner Gemütlichkeit und praktischer kleiner Zeit. Fact. Ja, dann Tag Management hatte ich schon. Die haben die Suchgeschwindigkeit und die Reaktivität davon verbessert. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Normalerweise, also ich habe auch sehr ungern nach Sachen gesucht, lieber manuell, weil das Einzugeben in der Suche war einfach ein Krampf. Also ja, es hat ewig gedauert und ja, kein Fan. Ja, Moved Menu Items related to specific Tabs und Tab Menu. Okay, ja, die haben halt die Sachen, die halt zu den einzelnen Tabs gehören, zu den einzelnen Tabs hinzugeordnet. Wow, okay, cool. Show Before Paths as a Hint and will Filtered Items. Ah, okay. Ja, da können wir zum Beispiel Packs, dann Flex, Packs. Also quasi hier oben steht dann quasi der ganze Pfad drin, wo es gespeichert ist. Program Files, irgendwas, bla bla bla. Und dann seht ihr das direkt. Gut, das ist auf jeden Fall nice, weil ich habe auch ewig schon gesucht, aber wir können auch irgendwie einfach Locate File jetzt machen, wie ich es eben schon gemacht habe. Das kam jetzt auch noch neu dazu. Gut, dann haben wir General Settings. Add an option to set the behavior of a pan secondary button. Ja, das quasi, wenn ihr, also ich habe jetzt quasi in Optionen hier General Settings. Hier könnt ihr quasi, ich benutze also
Einmal, ich benutze eine Multi-Button-Maus, also wie wahrscheinlich die meisten von euch, aber man könnte zum Beispiel auch mit einem Pencil arbeiten. Für die Touch-Funktion und Multi-Touch-Monitor gibt es halt auch. Und da könnt ihr jetzt nochmal neue Funktionen machen, Pencil, dann irgendwie Invert, Pencil etc. Aber ist jetzt für die meisten von uns nicht von Belange, aber wenn ihr halt ein Pencil habt, dann good for you. Gut, dann haben wir hier Pens, blablabla, Automate Clip, Automation Clip Editor, Change Automation Clip Strands, ja okay, da wurde einfach nur die Auflösung quasi davon erhöht, oder Grid Division by 4. Ah nee, das habe ich eben gesucht und gesucht ja auch im FSTudio Handbuch, aber ich habe nicht genau gefunden, was das ist. Also ich glaube einfach, dass die halt ihre Bearbeitung da hoch auflösender gemacht hat, aber kann ich euch nichts zu sagen. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches dazu sagen. Ja, Support, Crashlogs schauen jetzt auf Windows-Version. Okay, ja, wenn halt wenn FSTudio abstürzt, warum auch immer, noch nie ist ein FSTudio in der Geschichte von FSTudio abgestürzt. Haha. dann wird auch die Windows-Version dazu gepackt. Ist okay. Mixer, Improved SPU Usage. Okay, also halt der Mixer kann halt die Rechenleistung besser nutzen und ist halt verbessert. Ist auch sehr nice. Okay, es werden jetzt auch File-Support, es werden jetzt auch .mp4.1 Audio-Files akzeptiert. Okay, wenn ihr das bisher genutzt habt, good for you. View, Test, Run, Test, asynchronously. Ja, da habe ich auch erstmal gefragt, was das war. Dann bin ich halt hier reingegangen und habe geguckt, View. Und hier ist tatsächlich ein Test. Und hier könnt ihr quasi manchmal, wenn ihr ein Problem habt zum Beispiel und geht damit halt ins FSTudio Forum, dann werdet ihr da zum Beispiel von einem Admin oder eventuell jemand anderem gefragt, so, hey, lass mal einen Test durchlaufen. Ich werde das jetzt nicht machen, weil ich habe das halt eben schon gemacht und es hat ewig gedauert. Aber sehen hier quasi noch das File davon. Also es hat halt um 22.46 Uhr, habe ich damit gestartet. Run Test Program Expiration, bla bla bla. Und das hat dann bis 51 gedauert. Also es waren dann doch schon ein paar Minuten. Aber hier haben wir dann quasi am Ende noch ein kleines Resultat von Testprogramm Success, 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 Success. Also bei mir sind halt keine Probleme drin. Natürlich könnt ihr auch noch die einzelnen Funktionen hier ab- und anwählen etc. Und so könnt ihr quasi euer FSTudio auf die einzelnen Funktionen auf Herz und Nieren testen. Finde ich eine ganz interessante Funktion, hatte ich bisher noch nicht so. Und zum Glück hatte ich heute auch noch nicht den Bedarf, weil das würde ja bedeuten, dass da etwas nicht richtig ist. Und ich bin natürlich froh, davon verschont zu bleiben. Touch Controller, Show Note, Activity, Visually und Touch Controller. Okay, ich habe jetzt hier gerade keinen Touch Controller, deswegen kann ich das leider nicht vormachen. Addison, Edit Multi-Selection to Envelopes. Okay, Addison, also quasi könnt verschiedene Envelopes. Hier haben wir Addison. Oder machen wir es mal anders. Ich meine, ich gerade so ein Brain Lag. Was machen wir denn hier? Wir können so, und wie willst du jetzt? Wie willst du jetzt mehrere Dinge anwählen? Oder was? Oder hey? Auf jeden Fall in den Kurven hier könnt ihr jetzt mehrere Dinge anwählen. I don't know. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv, mir das rauszusuchen. Auf jeden Fall nicht so wichtig. Gut, dann gibt es noch weitere Bugfixes. Bam, 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 bam. Und dann haben wir Browser Implement and Improve Browser. Also die haben halt den Browser nochmal geupdatet. Das haben wir quasi alles schon gemacht. Okay, 3x OSC, also der 3x Oscillator, DX10 und Fruity Kick können jetzt im Patcher benutzt werden. Okay, nice. Finde ich gut. Also ich habe mich immer schon gewundert, warum halt manche Plugins im Patcher so komisch funktionieren oder halt gar nicht funktionieren. Also ist auf jeden Fall nice. Sollte aber, also, keine Ahnung, ja, egal. Addison Scripts now hard-coded and work on any platform. Okay, gut, also Addison Scripts funktionieren jetzt quasi an jeder Plattform. Gut. Recorded Audio. Edit, adjust position of recorded audio. Mixer Input Latest Menü ist dann quasi hier unten das Set from Mixer Input Latest Menü.
quasi das? Delay Audio oder wo genau willst du mir jetzt was sagen? Also hier ist halt die Latenz, kann man einstellen oder? Oder was willst du? Es ist ja schön, dass man halt die Latenz einstellen kann, aber wo genau willst du mich jetzt hinschicken? You are permitted Plugin Delay. Ah, Plugin Delay. Nee, ich finde es gerade nicht, aber ist auf jeden Fall. Nee, ich finde es halt immer. Nee, okay, gut. Wo haben wir jetzt Record? Adjust Position of Recorded Audio. Optionsstufe Mixer Input Latency Menü. Ja, konnte ich jetzt gerade nicht finden. Kann ich euch leider nichts zeigen. Aber manche manche Funktionen werden halt auch rumgemoved und etc. Also ist ja noch eine Beta. Typing to Piano. Also das ist halt auf jeden Fall eine Funktion, die habe ich mir angesehen. Das finde ich ganz nice. Und zwar hatten wir unser Piano Keyboard. Das habe ich auch einmal hier quasi in meinem kleinen Hintergrund, den ich übrigens kostenlos runterladen könnt. Ich habe dazu ein Video und einfach da unten auf den Link klicken, dann habt ihr das direkt ohne Anmeldung, ohne alles. Also ihr könnt es quasi einfach dann direkt runterladen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel auch das Typing Keyboard quasi einmal ausgelabelt für euch. Und das ist ganz interessant, weil das jetzt zum Beispiel C5 und das ist C4. Also wir haben jetzt zwei Oktaven, die wir benutzen können. Aber wir können jetzt quasi auch durchschalten. Also welche Tasten waren das jetzt? Mit Alt plus Numpad 2 bis 6. Also Alt und dann halt 2, 3, 4, 5 und 6. Könnt ihr quasi die Oktaven dann durchschalten. Also quasi auch höher spielen und tiefer spielen. Ups, das ist mein OBS. So. Höher und tiefer als C5 und C4. Das ist halt schon ganz nice, weil ich meine, Leute, die halt vorher kein MIDI-Keyboard haben, waren dann quasi auf diese zwei Oktaven limitiert. Gut. Dann, okay, Convolver, Input Samples, no longer have length limit. Okay, ja, Convolver ist ein Hall-Plugin und das Hall-Plugin arbeitet halt mit Impulsen. Ich habe dazu auch mal, glaube ich, ein Tutorial gemacht, glaube ich schon. Also Convolver ist halt einer der besten Halle überhaupt, oder Hals, was die Mehrzahl von Hall, in FL Studio. Sehr hochwertig meiner Meinung nach, bloß halt sehr kontraintuitiv zu benutzen, meiner nach. Kontraintuitiv, ja egal. Auf jeden Fall, ja, kleines Update dazu, aber nicht ganz so wichtig. Debug Log, das ist einfach nur halt fürs Debuggen. Okay, gut, nicht für uns wichtige Playlist. Okay, es wurden zwei Namen, wurden halt umbenannt, so von Punch-In und Out-Recording zu Start-Recording, Stop-Recording. Okay, Plugin-Manager. Okay, ein paar inkorrekte Plugin-Pfade sind nicht mehr erlaubt. Das ist okay. FL Studio Mobile wurde geupdatet auf 4.0.1. Also ich weiß nicht, wer von euch FL Studio Mobile benutzt. Ich gehöre nicht dazu, aber bestimmt ein paar von euch werden sich darüber sehr viel sehr freuen. Und Scripting allow redirect links for the help link in a script. Okay, also ich glaube, Scripting ist für die meisten ein unbetretener Bereich und geht mir genauso. Ich finde, das ist Zauberei und good for you, wenn du das kannst, aber es ist halt kein Bereich, in dem ich halt reinfuchsen möchte. Ja, jetzt haben wir quasi hier die ganzen, das sind quasi die ganzen Funktionen, aber das war es halt noch nicht, sondern wir haben auch hier noch weiter, also das hatten wir schon halt auch in diesem Teaser-Thread, wir haben quasi jetzt diese hier schon, neues Plugin etc. kam schon raus, das hier hatten wir jetzt auch quasi, hier haben noch andere Sachen, wo ich einfach noch nicht weiß, was das sein soll, da könnt ihr quasi mal angucken, was ich in meinem Video dazu gesagt habe, so FL Studio 21, was erwartet uns. Also das weiß ich noch nicht. So, das hatten wir ja jetzt. So, das finde ich halt sehr geil. Das ist halt das beste Update, was da reinkommen kann. Hier, das hatten wir eben. 3xOSC, FruityDX10 und FruityKick können jetzt im Patcher benutzt werden. Das wurde jetzt aufgelöst. Diese Envelopes hatten wir. Das ist halt auch ganz nice. Okay, und können dann auch gemeinsam benutzt werden. Okay, cool. Das gucken wir jetzt nicht an. Was hatten wir hier? Ah, okay, dass es dann halt einfach an der Stelle dann kopiert wird, wo wir es dann einfügen. Ja, okay, mega gut, mag ich. Aber sonst, wenn man halt Steuerung und Steuerung einfügen macht, dann
wurde halt am Anfang nur reinkopiert, was einfach super nervig war. Ja, das, den Multiband-Delay hatten wir ja schon, bin ich noch kein Freund von. Hier noch das mit den Fades, das hatten wir alles, das hat die Seite schon aus dem etc. bla bla bla. Das hier ist, ja, Epic Demo Song, jetzt haben wir hier Chop. Okay. Kann es sein, also die haben diesen Teaser-Thread hier, die haben den noch erweitert, weil das hier war zum Beispiel noch nicht drin letztes Mal. Das hier auch nicht. Und ich, das hier auch nicht. Finde ich ja interessant. Also das hier wird dann wahrscheinlich nochmal ein neues Plugin sein, weil das klingt, das sieht halt nicht aus wie, die haben ja Pitch-Shifter eingebaut. Aber egal, dieses Video dauert jetzt schon viel zu lange. Also ich bin auf jeden Fall großer Erwartung zu FL Studio 21. Die Links zu den Download und diesen Artikel hier und sowas findet ihr da alles in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Beta.